Herzlich willkommen zum Mittwochsimpuls unterwegs in Haiger. Unterwegs sein, Sie sehen es, ich sitze schon auf ein paar gepackten Kisten. Auf Reisen sein, unterwegs sein, umziehen. Ich bin dann mal weg. So heißt der Buchtitel eines Buches von Harpe Kerkeling, bevor er auf Pilgerreise geht. Ich bin dann mal weg. Vielleicht haben das Sarah und Abraham gesagt, als Gott sie losschickt ins verheißene, ins versprochene Land. Ich bin dann mal weg. Ein Satz, den ich auch gerade in letzter Zeit öfter sagen muss. Denn meine Familie und ich, wir werden Ende Juni umziehen. Wir werden in eine neue Gemeinde ziehen, dort nochmal ganz neu anfangen, aus familiären Gründen. Und so ist es diese Zeit, wo ich sagen muss, ich bin dann mal weg. Auch eine Zeit, in der ich Ihnen allen, in der ich euch gerne Danke sagen möchte. Danke für meinen Anfang hier in Langenaubach und Flammersbach. Das war mein Einstieg ins Berufsleben und Sie haben ihn mir wirklich versüßt. Sie haben es mir leicht gemacht. Sie haben uns hier gut aufgenommen. Und dafür bin ich so dankbar. Vielen Dank also für all die wunderbaren Begegnungen und Kontakte. Für die letzten 4,5 Jahre. Für die Begegnungen auch über diese Orte hier hinaus. Im Dekanat, in diesen umliegenden Gemeinden, die zu unterwegs in Haiger gehören. Ich habe gute Kontakte geknüpft, tolle Begegnungen gehabt, wunderbare Gespräche geführt und sehr nette Menschen kennengelernt. Und ich habe festgestellt, hier wollen auch viele Gemeinschaft und hier will Kirche auch noch was. Und da hoffe ich einfach, dass auf all dem, was ich erleben durfte, auf dem, auch wenn ich wieder weggehe, auch weiterhin Segen liegt. Ich habe viel Segen erlebt. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne, so dichtet Hermann Hesse. Und wie gesagt, ich habe diesen Anfang ins Berufsleben hier als zauberhaft empfunden. Und ich möchte das Wort Zauber vielleicht gerne auch durch das Wort Segen ersetzen. Auf allem liegt ein Segen auf Begegnungen und wir verändern uns dadurch. Mich haben diese Begegnungen hier auch geprägt und verändert und ich werde viel mitnehmen. Für mich persönlich und für mein Berufsleben. Und ich hoffe natürlich auch, dass hier etwas vielleicht geschehen ist durch unsere Begegnung. Und das weiter geschehen wird. Weil Sie als Gemeinschaft auch nochmal ganz neu hier wieder zusammengekommen sind und gerade auch zusammenfinden in dieser Region. Und dafür wünsche ich auch Gottes Segen. Segen, was heißt das eigentlich? Ich habe da mal nachgeschaut, auch wie man es vielleicht im Englischen sagen kann. Und aus dem Lateinischen heraus gibt es auch das Wort Benedictio oder Benediction dann, eine Übersetzung im Englischen. Und es meint eigentlich ein gutes Wort sagen. Und das soll in Erfüllung gehen. Also letztlich ein Segen auf den Dingen, die da kommen und die wir vielleicht auch nicht alle immer in der Hand haben. Und das ist es auch, was Abraham und Sarah erfahren. Sie gehen und es ist erstmal ungewiss, wie es weitergeht für sie. Und trotzdem wissen sie, auf allem liegt ein Segen. Und so hoffe ich einfach, dass auf all unserem Tun, auf meinem, auf ihren, auch weiterhin Segen liegt. Ich möchte auch um Entschuldigung bitten für alle Versäumnisse, für verpasste Chancen vielleicht. Und das auch alles wieder in Gottes Hand legen. Dass ein Segen auf unseren Begegnungen lag und liegt. Und auf ihrem weiteren Wirken hier in den Gemeinden. Ich habe viel Engagement erlebt, viele wunderbare Ehrenamtliche. Und so wünsche ich Ihnen, dass diese Gemeinden hier, auch von Haiger unterwegs natürlich, weiter zusammenwachsen und wunderbare Begegnungen miteinander haben. Für all das wünsche ich Ihnen Gottes Segen, so wie Gott auch zu Abraham sagte, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Sie sind ein Segen für ihre Gemeinden. Amen. Bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir